Deswegen nehmen wir einfach die verdammt große Brücke, die hoffentlich besser instand gehalten ist als die Feuerweinbrücke. Wobei sie auf jeden Fall auch auf der Karte etwas größer und erhabener aussieht. Erhaben ist, glaube ich, das beste Wort, um das zu beschreiben. So, eine Gruppe versammelt. Dann schreiten wir jetzt durch das erste Tor in Richtung Baldur's Gate. Man müsste jetzt schon die riesige Stadt ansehen können. Die müsste einen unglaublichen Anblick ergeben. Das hier sieht fast aus wie ein Stück Zugbrücke. Ich habe es gesagt, hier ist das Stück Zugbrücke. Lindwurmsüberfahrt. Okay. Das ist ein toller Name für eine Brücke. Ja, haben wir kapiert. Und irgendwer kommt mal wieder nicht nach. Jahira. Wer denn sonst? Warum läuft hier ein Huhn mitten auf der Straße rum? Ah, die Wache. Eine Wache, hm? Dein Crit kostet eine Goldmünze pro Person. Bitte nennt den Ort eurer Herkunft. Berikost am Nashkel. Das mystische Land der ausgelassen nackten Nymphen, wo euch jedes Verlangen von platzköpfigen, blubbernden Grottenschraten erfüllt wird. Oh, der schwarze Humor, ich liebe ihn. Auch wenn er unangebracht ist. Kerzenburg. Die Gruppe hat 6 Gold eingebüßt. Wartet hier, mein Befehlshaber möchte mit euch sprechen. Ich diene der flammenden Faust. Wo ist dein Befehlshaber? Bürger, bitte vortreten. Das wird dann wohl er sein. Zunächst möchte ich mich vorstellen. Ich bin Scar, stellvertretender Kommandant der Flammenden Faust. So braucht ihr euren Namen nicht preiszugeben, doch beantwortet mir bitte diese eine Frage. Seid ihr jene Gruppe, die an dem Fiasko in den Minen von Nashkel beteiligt war? Nö. Ja, das waren wir. Ich muss schon sagen, ihr habt hier oben im Baldur's einen ziemlichen Tumult entfacht. Ich kann nicht im Einzelnen benennen, was mich zu diesem Schuss veranlasst, aber in der Stadt sind viele merkwürdige Dinge geschehen. Es wird immer schwieriger für mich, überhaupt noch jemanden zu trauen. Ich brauche Leute von außerhalb, die keine Verbindungen mit denen in der Stadt haben. Wärt ihr daran interessiert, diesen Part für mich zu übernehmen? Also ja, die Antworten, wir haben wirklich weder Zeit noch Lust, ist schlecht. Und wenn wir bezahlt werden, wenn es sich bezahlt macht sich. Obwohl, das könnte man eigentlich auch anders verstehen. Also in erster Linie habe ich das jetzt so verstanden, wenn er uns bezahlt, dann auf jeden Fall. Aber wenn es sich bezahlt macht, also wenn wir ein Stein im Brett bei ihm haben und seinem Vorgesetzten. Ich meine, immerhin ist er der stellvertretende Kommandant, der stellvertretende Chef der Sicherheit. Der kann uns sicherlich gegen den eisernen Thron dann helfen, wenn es so weit kommt. Also, wenn es sich bezahlt macht. Nun gut, was ich euch jetzt mitteilen muss, streng vertraulich bleiben, habt ihr verstanden? Ich möchte, dass ihr eine Untersuchung der Gemeinschaft der Sieben Sonnen aufnehmt. Die Anführer der Sieben Sonnen haben sich in letzter Zeit recht sonderbar verhalten. Sie verkaufen wertvolle Güter und vernachlässigen einen Großteil ihrer erträglichen Handelsaktivitäten. Angesichts der Bedeutung der Gemeinschaft für die Wirtschaft der Stadt sind die Großherzöge stark beunruhigt. Ich habe Chasso, den Chef der Gemeinschaft, um ein Gespräch ersucht. Er wies mein Ansuchen mit grober Weise zurück. Ich solle mich um meine eigenen Angelegenheiten kümmern, sagte er. Ich kenne Chasso seit vielen Jahren und ein solches Verhalten hat er noch nie an den Tag gelegt. Ich kann keine offizielle Untersuchung einleiten, da es dafür keinen wirklichen Anlass gibt. Darum brauche ich euch. Wir sind bereit. Sagt uns, was zu tun ist und wie viel ihr uns dafür zahlt. Das ist jetzt das, was ich vorhin gemeint habe. Also Talisa. Gut, wir können Geld gebrauchen, aber wir haben sehr viel Gold. Und ich denke mal, wir können auch in der Stadt noch Leuten helfen und Aufträge annehmen. Und kriegen dafür auch nochmal Gold. Wir sind bereit, doch solltet ihr zunächst eines wissen. Wir glauben, dass der Eisenthron hinter den derzeitigen Ereignissen entlang der Küste steckt. In den Minen von Nashkel und im Wald haben wir einiges über die Ziele und Methoden des Eisenthrons erfahren. Und die Zukunft verheißt nichts Gutes für diese Gegend. Das wirft ein ganz neues Licht auf die Sache. Ich kann momentan nichts unternehmen, aber ich werde mich darum kümmern. Ich möchte, dass ihr in das Gebäude der Sieben Sonnen eindringt und herausfindet, was faul ist. Führt eure Erkundungen verdeckt durch. Ich möchte nicht, dass die Angelegenheit in einer Katastrophe endet. Gebt vor allem auf Chasso acht. Nachdem ihr so viel wie möglich herausgefunden habt, meldet euch wieder bei mir. Ihr trefft mich im Lager der flammenden Faust. Ich zahle jedem von euch 20.000 Goldmünzen für diesen Gefallen. Also 2.000 Goldmünzen, 20.000, ja, das wäre ein bisschen übertrieben, 120.000 Goldmünzen, also 12.000 Goldmünzen insgesamt. Das Anwesen befindet sich im Südwesten der Stadt. Ich wünsche euch alles Gute und vergesst nicht, dass wir uns bei der Kaserne der Flammen Faust westlich vor den Sieben Sonnen treffen, sobald ihr den Auftrag auf dem Anwesen der Sieben Sonnen ausgeführt habt. Tagebuch aktualisiert. Scar hat uns angehört, den merkwürdigen Dingen auf den Grund zu gehen, die im Lager der Sieben Sonnen im südwestlichen Teil der Stadt vor sich gehen. Eigentlich könnte man ja meinen, die Sieben Sonnen sind als Handelsgilde die Konkurrenz des Eisenthrons. Ja gut, das könnte vielleicht erklären. Vielleicht versucht der Eisenthron, sie irgendwie aus dem Weg zu räumen. Ich meine, es gibt ja genug Möglichkeiten, Gedankenzauber und so weiter zu wirken. So ist es ja nicht. Yay, und wir sind vor den Mauern von Baldur's Tor angekommen. Seht ihr den riesen Wachturm hier? Riesiger Wachturm. Also, derjenige, der versucht, Baldur's Gate anzugreifen, dem mangelt es definitiv dann an gesundem Menschenverstand. Weil die Türme sind groß, die Mauern sind dick und hoch. Und der einzige richtige Weg, den ich jetzt gerade sehe, außer hier oben entlang. Ja gut, da ist noch ein Durchgang. So ein doppeltes Tor, also ein Innenhof sogar gesichert. Übrigens haben wir hier noch eine Zwischenmauer. Hier ist das Tor dazu, das sieht man ganz gut. Wir können uns ja mal ganz kurz die Karte ansehen, dass wir schon mal planen können. Also, das hier sieht wie ein Bergfried aus, also so ähnlich wie der freundliche Arm aussieht. Das könnte wahrscheinlich die Burg von Baldur's Gate sein. Das dahinter sieht wie ein Magierturm aus. Das hier könnte eine Bücherei sein oder zwei Tempel. Das hier, das müsste die Kaserne der Flammenden Faust sein. Das hier ist wahrscheinlich das Gebäude der Sieben Sonnen. Denke ich mal. Hier ist der Hafen, das sieht man ja. Hier ist nämlich die Mauer unterbrochen und hier sind Dockanlagen. Dann könnte das hier eine große Hafenlagerhalle sein. Das hier, keine Ahnung, könnte Kräutergarten sein. Also das sieht ein bisschen aus wie so eine... Ja, wie so ein Garten halt. So ein Innengarten, wie man das auch immer nennt. Ich will jetzt nicht Biosphäre sagen, das klingt ein bisschen zu hochgestochen. Hier, das sieht aus wie Marktplatz. Und das hier, das Haus hier... oder die Villa hier, ist nochmal extra abgeriegelt. Das könnte das Anwesen des Lords sein, von Baldur's Gate. Aber das werden wir uns ja alles angucken können. Wir werden auf jeden Fall viel Zeit und viel Spaß in Baldur's Gate haben. viel Zeit verbringen und viel Spaß haben. Sobald wir es mal in die Stadt reingeschafft haben, natürlich. Weil wir dümpeln jetzt hier noch am Ufer entlang und suchen nach Steinen. Oder irgendwas in die Richtung. Aber hey, wir wollen ja nichts verpassen. So. Da ist meine Gruppe wieder. Dann können wir sie nach da oben schicken. Können wir mal kurz gucken. Die können zu Khalid. Da ist wieder ein paar Sachen zu verkaufen. Minsk auch. Hier haben wir viel zu viele Tränke. Feuerriesenstärke, Frostriesenstärke, Steinriesen, Hügelriese. Du hast einen Haufen Abwehrtränke, Trank der Lebenskraft. 22. 21, 20. Ah ja. 23. Also Wolkenriesen sind am stärksten von allen Riesen. Oh, wer bist du? Quayle. Allein die Küstenstraße entlang gehen. Wie klug ist das denn? Kommt auf die Zeit drauf an. In der Nacht während Räuberüberfällen sehr schlechte Zeit. Tagsüber, wenn es friedlich ist, wahrscheinlich besser. Hallo Reisende, ihr seht mir wie Wanders deutet, der abenteuerlustigsten Art aus. Sagt mir, wohin zieht es euch? Ich werde heute in nördliche Richtung gehen. Ich werde eine lange Zeit Richtung Süden gehen, das kann sich aber noch ändern. Falls es euch etwas angeht, Osten ist meine Richtung. Richtung Westen bis zum Morgengrauen, will sich die Pläne nicht ändern. Dorthin will ich auch. Mir scheint, wir haben einiges gemein. Da liegt es wohl nahe, zusammenzureisen. Gerade wenn man denkt, wie viele Räuber es in dieser Gegend hier gibt. In mir findet ihr das, woran euch selber am meisten bricht, nämlich Klugheit. Okay, du bist ein Halbling oder ein Gnom? Ich denke, es schadet niemandem, wenn ihr mich begleitet. Nein, und erzählt mir doch nicht so etwas. Ich denke, es schadet niemand. Nun, da gehe ich also meiner Wege, ihr Schwach... Ihr habt ja gesagt? Aber selbstverständlich komme ich mit euch. Meine priesterliche Klugheit und Geschicklichkeit ist genau das, woran es eurer Gruppe noch fehlt. Auf geht's. Ja, Quayle trägt eine Brille, hat einen dicken Bart oder einen komischen Hut auf. Aber sorry, Kumpel, wir sind voll. Was braucht ihr? Bitte lasst mich nicht hier draußen. Hört ihr die Bussarde? Ich höre Bussarde. Wir sind vor Baldur's Gate. Du kommst sicherlich auch alleine klar, Quayle. Dumm, die dumm. So. Aber natürlich, bevor wir nach Baldur's Gate hineingehen, können wir erstmal kurz hier nach Norden gucken, um Ulgoth's Beard freizuschalten, dass wir dann von jedem Kartenpunkt aus hinreisen können und nicht erst wieder hier hin müssen, was unsinnig ist. Ulgoth's Beard. Und hier ist noch ein Gebiet. Das Easter Egg-Gebiet. Das liegt so ablebig, dass man eigentlich gar nicht drauf kommen könnte, dass es da überhaupt existiert. Ich zeige euch, warum das Easter Egg-Gebiet ist. Jo. Willkommen auf der Zombie Farm. Nichts leichter als das. Ja, die Zombie Farm. Erstmal spawnen wir nicht am Kartenrand, sondern irgendwo im Nirgendwo. Wir werden gleich von einem Zombie begrüßt. Ja? Und diese Zombies sind kein Grund für immer einen Pfeil zu verschwenden. Gut. Deswegen wechselt sie einfach mal auf ihr Schwert. So. Die Zombie Farm. Dieses Gebiet muss wirklich ein Easter Egg sein, anders kann ich mir nicht erklären, was es in diesem Spiel zu suchen hat. So. Gut, hier müssen wir rein. Hier müsste irgendwo das Farmhaus sein. Ja, wir sind nah dran. Mhm. Ich höre schon mal Hühner, ja. Genau. Magie verlangt einen wachen Geist. Ich brauche Schlaf. Ich muss meine Pause einlegen. Ich habe schon lauter Wunde stellen.